Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, das Rüstungs-DLC. Und ja, wir haben in der letzten Folge zwei Pokémon gefangen und wir haben uns um die Pflegmons gekümmert, die entflohen sind aus dem Master Dojo, dem wir uns angeschlossen haben. Und ja, wir sind jetzt hier, wir haben alle Pflegmons erledigt und jetzt gehen wir hier und geben mal ab, ne? Nehme ich mal an. Hallo, wie wär's mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Kann man ja Bären kaufen, Maronbären kann man ja kaufen, cool. Gib mal her. Ja, alle anderen habe ich schon von einem besucht. Hallo, ich habe die feinsten Zutaten im Angebot. Was darf es sein? Okay, kann man auch. Ja, wenn das du, hallo, ich bin ein Watthändler. Was kann ich, wie kann ich dir helfen? No. Watt, also Watt, nicht wie ein Watt, sondern den was. Egal. Gut, gehen wir da rein. Ich habe ein paar Aprikokos übrigens gefunden von den Bäumen. Und ich glaube, wir können uns was herstellen dadurch. So, was geht? Warte mal, warst du nicht gerade draußen? Oder habe ich mich da... Egal. Ah, Daniro, willkommen zurück. Ist etwa alle Teile meiner Dojo-Klamotten allein zurückholen? Hier wird schön. Gib so vorher Dojo-Set zurück. Danke. Gut gemacht, Daniro. Du hast die erste Prüfung mit Bravour gemeistert. Da wurde bis dann der erste Schüler, der alle drei fantastischen Pflegmon im Alleingang gezwungen hat. Ihr habt die Pflegmon zwar auch eingeholt, konnte aber leider keines von ihnen besiegen. Gah. Ach, schlappen darüber. Sagen wir einfach, die Prüfung geht für jeden als bestanden, der einen Pflegmon eingeholt hat. Das ist allerdings eine Ausnahme, weil Daniro hier so eine Glanzleistung gelegt hat. So habt ihr alle die Möglichkeit aufzuholen. Wow, wie großzügig. Wenn euch trotzdem nicht bestanden, auf ganzer Linie versagt. Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Enya, was ist eigentlich mit der zweiten Rakan, mit den zwei Rakan? Oh, gut, dass du daran gedacht hast, Liebling. Shigi, Bisasam, kommt mal her. Okay. Hi. Shigi. Bisa. Shigi und Bisasam hier wurden von uns allen großgezogen. Sieht ganz danach aus, als hätte dein Können ihr Interesse geweckt. Als Belohnung für deinen Bestand Prüfung lass du eins von ihnen aussuchen. Wir haben die zwei übrigens auf eine ganz besondere Weise trainiert. Deshalb können sie eine Geiger-Dynamaximierung durchführen, sobald sie die letzte Stufe ihrer Entwicklung erreicht haben. Okay. Lass mich raten, sie bekommt dann das andere oder was? Nur weil du einmal einen Höhenflug hattest, musst du ihr nicht gleich so aufplustern. Okay, am besten wäre, wenn ich ein perfektes Wesen, also was noch bekommen würde, aber ich, okay, wahrscheinlich den Partner mal neu starten dann. Bisasam, natürlich nicht Bisasam. Du entscheidest dich also für Bisasam, den Experten Umgang mit Pflanzenattacken. Hier ist eine keine leichte Entscheidung. Was denke du da nochmal nach? Ich nehme an, Glumanda steht nicht so, obwohl Glumanda haben wir ja von Delion bekommen. Entscheide ich also für Shigi den Experten Umgang mit Wasserattacken. Ich merke gerade, ich dachte erst, hier kommt nicht Glumanda vor, weil ich schon den Feuerstarter gewählt habe. Aber wir haben ja einen Glumanda von Delion schon bekommen. Deswegen ist klar, hat jetzt nicht noch eins kommt. Natürlich, Bisasam. Hallo, Bisasam. Schließe ich mir an. Das bedeutet, ich muss den Part wahrscheinlich noch mal neu starten. Einfach nur um. Gutes Wesen und also was zu bekommen. Nee. Das kleine Bisasam scheint sich sehr darüber zu freuen, dass du jetzt ausgewählt hast. Vor allem kann ja auch deiner maximieren, ne? Und ja, deswegen muss ich darauf achten, dass ich ein perfektes Wesen und so hab. Weil ich kann mir halt nicht züchten, weil wenn ich Pokémon, die Geiger dann deiner maximieren können, Pokémon, die sich deiner maximieren können, kann ich nicht irgendwie die Fähigkeit sich zu deiner maximieren irgendwie vererben lassen. Deswegen muss ich hier drauf achten. Alles klar, gut. Also nicht speichern nach dem Part und ja. Ja, wird ein Spaß. Vergiss nicht, dass du diese beiden Arken in ihrer letzten Entwicklungsstufe eine Geiger deiner maximieren durchführen können. Also trainiere dein neues Teammitglied fleißig. Das Dynamax-Phänomen, das große Mission, das die Pokémon von Galar umgibt. Es beeinflusst nicht nur die Größe der Pokémon, sondern verhält auch die Attacken, die sie einsetzen können. Dann gibt es noch die Geiger-Dynamaximierung, eine besondere Form der Dynamaximierung.
Apropos Geiger, Deiner Maximilian, dazu hegen wir hier im Master Dojo ein kleines Geheimnis. Ich rede von unserer Deiner-Suppe. Ein Löffel davon kann gigantisches Potenzial entwickeln. Ah, so eine schöne Deiner-Suppe randvoll mit Deiner-Pilzen. Das wäre doch jetzt was Feines. Und somit kommen wir auch zur zweiten Prüfung, eine Pilzsuche. Aber wir sollten nicht irgendwelche Pilze suchen, sondern drei stolze Deiner-Pilze, denn die fungieren als Schlüssel zur Geiger-Deiner-Maximierung. Deiner-Pilze können ihr an ihrer roten Färbung und ihrem Wirbelmuster erkennen. Sie wachsen vorwiegend am dunklen, feuchten Orten. Alle Kleinen beseitigt, dann kann die Prüfung ja loslegen. Groß legen, mein Gott. Jawohl, ja. Um Shigi brauchst du dich nicht zu sorgen, ich werde mich weiterhin gut um es kümmern. Gemeinsam werden wir so stark, dass wir uns von dir und dieser Samen nicht verstecken müssen. Shigi? Er sollte verlangen, dass dieser Samen irgendwie zu trainieren und zu benutzen. Wenn das Pokémon neue Attacken lernen soll, kann ich gerne aushelfen. Oh, das wäre wirklich wundervoll. Wenn du deinem hilfsbereiten Mitschüler hier Rüstungserz gibst, bringt er deinen Pokémon im Gegenzug neue Attacken bei. Sei nicht schüchtern, lass sie von ihm helfen. Davon habe ich schon ein paar von deiner Raids. Aus irgendeinem Grund. Cool, dann checken wir mal dieser Samen aus. Das wahrscheinlich irgendwie voller bekloppte Wesen hat, ne? Ja. Also ja, muss ich ein paar Mal hier resetten. Notdünger. Alles klar, gut, das wird ein bisschen nervig. Das gleiche habe ich auch mit Glumanda gemacht damals. Man sieht, wie das geklappt hat, ne? Halt. Da fällt mir noch ein. Und jetzt hat sogar sensationelle Werte. Also ja, ist ganz offensichtlich, dass ich ein passendes Wesen und so was alles mache. Also ja, ich bin das Attackenass. Unter den strengen Anweisungen des Meisters habe ich mich Tag und Nacht dem Studium der Pokémon-Attacken hingegeben. Mit viel Zeit und Geduld ist es mir gelungen, diverse Pokémon-Attacken zu entwickeln. Gegen ein kleines Zeichen des Respekts könnte ich mich dazu bereit erklären, sie auch ein Pokémon beizubringen. Ja, was für Attacken reden wir denn hier? Feldimpuls, Neidflamme. Okay. Die Kraft des aktiven Felds für seinen Angriff. Für Typen, die Stärke der Attacke ändert sich je nach Art. Also da ich sowieso nicht hier noch speichern werde, ne? Könnte ich jetzt hier mich ein bisschen austoben, ne? Rollwände. Hochspannung. Greift mit einer aus Boden in aussteigen, nächste Stärke wird, wenn der Gegner ein Elektrofeld aktiv ist. Und ein Grasfeld. Tritt das hier ein bis dreimal nacheinander. Die Härte der Tritte nimmt von Treffer zu Treffer zu. Okay. Coaching. So für bestimmte Anwendungen dafür, dass der Angriff und die Verteidigung seiner Mitstreiter steigt. Korrosionsgas. Okay. Getragene Items werden zersetzt. Was? Der Anwender greift Ziel mit brennend heißen Sand und fügt ihm eventuell Verbrennung zu. Wenn man das Ziel zweimal hintereinander mit seinen Flügeln fügt ihn so Schaden zu. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht so unglaublich schlecht, aber sehr situationsabhängig. In allen Gegnersprungen Schaden zugefügt. Okay. Greift alle Punkte und wird danach kampfunfähig. Was? Die Stärke dieser Attacke steigt, wenn ein Nebelfeld aktiv ist. Was ist dabei etwaige Fälle? Ist kein Feld aktiv, schickt die Attacke fehl. Okay. Frust an einen Angriff. Der Stärke der Attacke wird verdoppelt, wenn seine Staatswerte in dieser Runde gesenkt wurden. Ja, wenn man greift 2 bis 5 Mal hintereinander mit Schuppengeschoss, erhöht die eigentlich, aber senkt die Verteidigung. Meteorstrahl. Naja, sind coole Angriffe, aber lass mal jetzt erstmal, werde ich vielleicht auf Screen mal ein bisschen rum experimentieren, damit wir was davon sehen, aber erstmal nicht. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ich bin immer noch nicht von dir überzeugt. Bei dieser Prüfung lasse ich dir nicht den Hauch einer Chance, nur was Mythos weiß. Oh, okay. Also die wahre Prüfung ist hier eigentlich nur das Herz von Sophora zu erobern, ne? Wenn sie sieht, wie awesome ich bin. Spielst du gerade mit der Switch? Hey, du stehst mir voll im Bild. Ist dein Vater Glaser oder wie? Was? Der spielt echt irgendwie Pokémon. Switch. Zweite Prüfung steht daran, 3 Deiner-Pilze zu sammeln. Sie sind rot, haben einen Wirbelmuster und wachsen vorzugt an dunklen, feuchten Orten. Was spielt denn er da? Weiß ich nicht. Hi. Okay.
dann ja, suchen wir mal Pilze, ne? Wird schon zu schaffen werden. Warte kurz, Daniro. Ich dummer, hab ganz vergessen, dass du dich auf der Rüstungsinsel ja noch gar nicht auskennst. Da weißt du sicher noch nicht zurecht, wo du mir der Suche beginnen sollst. Komm, ich zeig dir mal einen kleinen Spaziergang mal die Gegend. Ja, ich habe mich schon ein bisschen, aber okay. Ich bin schon ja die Hälfte hier durchgewandert. Ist ein schöner Tag zum Flanieren. Also normalerweise wachsen hier im Fokusforst Unmengen an deiner Pilzen. Aber vor kurzem ist hier eine riesige Gruppe von gierigen Schlafel durchgefegt und hat alles leer gefressen. Im Aufwärmtunnel könnte aber noch deiner Pilze stehen. Da findest du ihn außerhalb des Forstes. Auf der Fleißebene. Dann verläuft es gleich in den Wirbel aus den Bäumen. Also pass gut auf dich auf. Da mal viel Spaß bei deinem Pilzsuche. Tschüss mit Ö. Nicht gut, dass du ein Spiel unterbrochen hast, um mir zu zeigen, wo ich hin muss. So, ich tue mir jetzt. Das war ein neues Pokémon, aber. Ja, das ist auch ein neues Pokémon. Aber da ich ja sowieso nochmal neu starte, wegen dem Visasam und dem richtigen Wesen, muss ich. Werde ich jetzt keine Zeit verschwenden, mir Pokémon zu fangen. Man nennt mich Miss Buddel. Vielleicht hast du schon vor ein paar. Na, Mr. Buddel getroffen. Meine Lieblingsschaufel ist sozusagen mein treuer Buddelkumpel. Und sie gehe ich gar nicht aus dem Haus. Dem Buddeln ist meine große Leidenschaft. Sich den Boden zu buddeln, ohne zu wissen, wo was einen erwartet. Der reizt die Nervenkitzel. Um unser Gegen auch gebürgen zu willigen, habe ich nicht übel Lust, dir einen Brocken Rüstungserz zu schenken. Aber kurz, bevor du diesen Schatz sofort wegrennst, natürlich kannst du das Erz einfach nehmen und verschwinden. Oder du investierst es und lässt mich dafür nach weiteren Erzen buddeln. Falls beim Buddeln allerdings meine Lieblingsschaufel kaputt geht, muss ich die gesamte Ausbeute für mich behalten. Schließlich brauche ich dann eine neue Schaufel. Zuerst muss ich deinen Spielstand weg. Nein. Jetzt du mich fast hier ausgetrickst. Und jetzt ist er weg. Jetzt mich fast ausgetrickst hier. Und hab noch mal das Spiel zu speichern. Ne. Ah, ein Dynapilz. Was? Das ist ja nur du, Daniro. Ich selbst habe auch zum Verwechseln ähnlich. Ich gebe dir gleich ein. So, da ist ein Dynapilz. Nein. Ich tue jetzt mal gezielt nach den Dingern suchen, ohne irgendwie, weiß ich nicht. Umzuschauen, die ganzen Pokémon, die ich hier fangen kann, muss ich leider ignorieren. Aber wenn ich das Spiel sowieso nicht, hi Tangolos, wenn ich das Spiel sowieso gleich noch mal resette, ohne zu speichern, dann ja, kann ich mir die ganzen Pokémon auch noch mal neu fangen. Und da will ich dann nicht. So, laufe ich jetzt hier richtig, fahre ich hier richtig, meine ich. Finden Sie ja so viele coole Pokémon, die ich bald fangen werde. Da wissen diese Höhle hier. Wie gesagt, ich habe mir so eine Höhle, er hat mir so eine Höhle gezeigt, aber wo ist die? Ja, da, ne? Da. Fleißebene, genau. Ja, war das heißig, Lor. Pinsir, Kangama. Das Ding. Ich mich gleich voll austoben. Das, wie ist es, was sie jetzt machen können, ist mir irgendwie jetzt ein Shiny-Pokémon hier vor die Nase zu packen. Das ist ein Dickter, werden wir jetzt auch nicht suchen. Ich nehme an, das ist so ein Pilz, ne? Möchtest du sie einsammeln? Nein, ich möchte sie nur betrachten. Halt, stopp! Lass mich raten. Ja. Warte, was? Die wachsen von allein in solch Dreiergrüppchen? Es wird ja leichter als gedacht. Ich habe sie zuerst gesehen, ich schwör's. Wenn du gute Manieren hast, überlässt du sie mir. Immerhin bin ich schon länger im Dojo als du. Wenn du sie so unbedingt brauchst. Was war denn dieser herablassende Tonfall? Hättest du dich wohl für besser? Wie? Ja. Weißt du was? Du nervst. Tauchst du aus wie auf dem Nichts und Jungs und aber pff, tauchst wie aus dem Nichts auf, jung und selbstbewusst, als ob dir hier alles gehören würde. Naja, ich bin der Champion, ne? Falls du denkst, du könntest mir eher ungestraft die Suppe versalzen, hast du dich getäuscht. Freue ich auf eine giftige Abreibung. Okay. Dann komm mal her, verspreche dich nicht so sehr weh zu tun. Ich hoffe, du bist ein bisschen stärker als beim letzten Mal. Jetzt stellen wir für einen Fall mal klar, wer der Stärkere von uns beiden ist.
Ja, komm. Okay, jetzt eine hatte ich vorher schon so ein Flegmon. Ja, ne. Oder? Ich weiß nicht. Egal, ist weg. Ach, das war auch bloß Glück. Das schaffst du sicher nicht noch mal. Doch. Smogon. So, over 3 wo? Na, ich habe es noch mal geschafft. Gott verdammt. Magst du mich schon so vor? Vielleicht etwas schon wieder? Was stimmt denn nicht mit mir? Ja, oh Gott. Na, die wird diesen Skorpion, diesen Tausendfüßler am Ende haben. Ich bin echt froh, dass ich Schwert gewählt habe am Anfang. Wo ich habe auch Schild, aber was steht jetzt diesen verrückten Hutmacher irgendwie? Und besiegt. Was hast du bitte, dass ich nicht habe? Also nicht. Menno, warum schaffe ich jetzt einfach nicht, dich zu besiegen? Da habe ich mir solche Mühe gegeben. Woran fehlt es mir? Schön, dann bald die Pilze eben. Ich sehe mich einfach noch viel besseren Exemplaren um. Puh. Nein, geh nicht. Okay. Jetzt 3 deiner Pilze. Okay, schon erledigt. Gestalt von deiner Pokémon zu ändern. Gib vielleicht 1 Pokémon an. Okay. Hallo, Daniro. Na, wie kommst du mit der Prüfung voran? Geht so. Was, du hast schon 3 deiner Pilze aufgespürt? Sag bloß. Die anderen Schüler habe ich bereits kontaktiert. Wie es aussieht, bist du wieder mal zuerst fertig. Ich muss schon sagen, viel besser könnte dein Einstieg ins Training eigentlich nicht laufen. Ich setze dann schon mal das Suppenwasser auf. Habe einen sicheren Rückweg. Bis gleich. Beep. Okay. Das war einfach. Ja, ich kann mich jetzt hier hin teleportieren. Was ich sehr gut finde. Ich bin da. Der Star ist wieder zurückgekehrt. Naja, Luschen. Das vermasselt. Oho, willkommen zurück, Daniro. Du hast die zweite Prüfung bestanden. Herzlichen Glühstrumpf. Alle anderen Schüler haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und sich verirrt. Dadurch hatten sie wohl andere Sorge, als nach deiner Pilzen zu suchen. Es war schade, aber anscheinend hat außer dir niemand bestanden. Oh. Jetzt stärken wir uns erst einmal. Kochen wir aus den deiner Pilze eine feine deiner Suppe. Okay. Alter. Sehr schön, sie ist perfekt gewürzt. Jetzt fehlen nur noch die deiner Pilze, die du mitgebracht hast. Moment, wartet noch. Sephora, was ist denn los? Du bist ja völlig außer Atem. Ach. Ich habe auch deine Pilze gefunden. Oh, gut gemacht, Sephora. So viel Einsatz sieht man gern. Damit bist du die zweite, die Prüfung Nummer 2 bestanden hat. Ich hab's geschafft. Du warst doch nicht zu weinen, Sephora. Du hast dich prima geschlagen. Glückwunsch. Nur nicht so gut wie der Niro. Weil der ist einfach awesome. Meister Enya, ich hätte zum ersten Mal eine egoistische Bitte. Können wir für deine Suppe meine deiner Pilze verwenden? Ich möchte die Früchte meiner harten Arbeit so gerne mit allen teilen. Ach, Sephora. Dieser Wunsch ist leicht erfüllt. Auch wenn das keinesfalls deine erste egoistische Bitte war. Vielen Dank. Tut mir leid, Daniro. Ihr wisst uns nicht übel, dass wir Sephora deiner Pilze für deine Suppe benutzen. Aber Sephora ist selten so ernst wie bei der Sache. Die Geste scheint sie sehr viel zu bedeuten. Dafür kannst du eine deine Pilze nach Belieben verwenden, okay? Und keine Sorge, das erinnert nicht daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Sieh die 3 deiner Pilze einfach als Bonus an. Aha. Müssen gleich alle sterben, weil die vergiftet waren oder so. Die ist ja irgendwie Gifttrainerin, ne? So, das war dann dein Ende. Wir haben sogar so eine Wolke wie so Dynamax Pokémon. Ich präsentiere euch die Spezialität des Master Dojos, die deiner Suppe. Habe ich einen Duellkampf. Haut rein. Guten Appetit. Du hast die deiner Suppe nur aufgegessen. Ach ja, du weißt ja noch gar nicht richtig Bescheid. Also deiner Suppe wirkt. Du spürst, wie auf deinen inneren Dynamax-Energie aufsteigt. Das hättest du wohl gern, was? Leider bewirkt sie nicht, wenn Menschen sie essen.
Aber bei bestimmten Punkten erfällt sie eine besondere Wirkung. Wird sie von solchen Pokémon gegessen, die über das nötige Potenzial verfügen, dann führen sie anstelle der Dynamaximierung die Geiger-Dynamaximierung durch, bei der sie sich auch ihr Aussehen verändert. Aber jetzt wird immer jemand dafür zuständig sein, in der Küche Suppe zu kochen. Wenn du deiner Suppe brauchst, kannst du dir dadurch immer eine zubereiten lassen. Das heißt, ich kann anderen eine Geiger-Dynamaximierung geben dadurch. Nun lass es mich noch einmal offiziell hinaus posaunen. Prüfung Nummer 2 ist erledigt. Und danke für das leckere Essen. Danke für das leckere Essen. Ah, Danilo, schau später mal bitte in mein Zimmer vorbei. Ich nehme an, dein Zimmer ist ganz rechts da, ne? Okay. Oh, hi. Nano, wurdest du auch vom Meister herbeigerufen? Nero, Sephora, schön, dass ihr hier nicht und woanders seid. Meister, ihr wolltet etwas mit mir besprechen? Nun, ich habe euch beide hergebeten, da ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss. Es geht um die 3 Prüfungen des Master Jojos. Ich muss euch leider mitteilen, dass wir schon bei der letzten, der finalen, der ultimativen Prüfung Nummer 3 sind. Die letzte, finale, ultimative Nummer 3? Was? Die finale, die letzte, die ultimative Nummer 3? Okay. Okay. Ihr wollt uns also einfach nur sagen, dass die nächste Prüfung ansteht? Exakt. Ihr zwei habt es als Einzige geschafft, die 2. Prüfung zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angesponnen, somit zu größeren Stärken verholfen. Jetzt ist die Zeit für einen entscheidenden Dynamax-Pokémon-Kampf zwischen euch. Wir sollen gegeneinander kämpfen? Das ist die letzte Prüfung? So ist es. Die Regeln sind denkbar einfach. Wer gewinnt, hat die Prüfung bestanden. Und der Gewinner bekommt von mir die Geheimrüstung unseres Dojos. Endlich ist es soweit. Aber und dann guckt sie zu mir rüber, die Person, die sie schon zweimal erledigt hat. Der Kampf wird auf dem Kampfplatz hinter dem Master Dojo ausgetragen. Da sich dort eine Energiequelle befindet, könnt ihr die Dynamaximierung anwenden. Was mache ich dann noch hier? Ich muss sofort zum Platz und mich innerlich vorbereiten. Ja, sondern ich gehe schon mal vor. Hast du dir jetzt weil ruhig Zeit mit deinen Vorbereitungen, ganz wie ein Pflegmon. Meinst du, die Pflegmon, die gerade voll durch die Gegend gerannt sind? Sephora hat an und für sich schon Talent, aber da sie sich dessen bewusst ist, geht sie alles nur halbherzig an und hat sich bisher noch nie ernsthaft einer Sache gewidmet. Das gilt auch fürs Training im Dojo. Aber seit du hier bist, hat sich das geändert, Aniro. Eure Rivalität scheint sie dazu anzuspornen, sich wirklich für etwas ins Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass diese Motivation sie nicht vom richtigen Weg abbringt. Okay, er zockt wieder weiter. Na gut, ja, schaffen wir halt noch in dem Party an, ne? Kein Ding. Alles gleich. Dann, oh, da ist sie ja schon. Ich dachte, ich muss jetzt noch einen ganzen Marsch irgendwie so gehen. Okay, cool. So, du und ich. Okay. Was setze ich denn dann ein? Ich muss einen Dynamaximierung Kampf machen, ne? Komm, Herr von Lauf, das schaffst du. Was geht? Da bist du ja. Jetzt muss ich nur noch dich besiegen, dann gehört die Geheimrüstung mir. Und dann werde ich in eine Arena-Leiterin für Gift-Pokémon. Ich kann es kaum erwarten. Eine Liga kommt für mich nicht in Frage, das verstehst du auch bestimmt, oder? Ich werde mich nicht zurückhalten. Bereit? Nein. Was? Nach meiner tollen Ansage kommst du von dir eine Absage? Du bist echt schräg. Sehr geil. Du bist halt irgendwie so was kommt. Also muss ich mir halt nochmal ankommen. Na dann, komm her. Ihr seht aus, als könntet ihr es loslegen. Viel Erfolg. Ich feuere euch beide an. Also gut, geht in Position. Alles klärchen. Dann komm mal her. Es ist die letzte Prüfung. Fertig. Und ab geht die Post.
Na gut, mache ich dich zum dritten Mal eben fertig. Pion Scorer. Schon wieder ein neues Pokémon. Okay, ich habe jetzt gedacht, hier kommt jetzt noch ein Kampf mit einem Pokémon oder so. Das mache ich ernst. Mach dich auf einen Kampf ohne Samthandschuhe gefasst. Ach ja, auf den Kampfplatz sind übrigens überall Giftspritzen verteilt. Also sei vorsichtig. Oh, was? Das war das ganze Glitzer gerade im Hintergrund. Du. Oh, Dreck. Ich habe nichts Effektives dagegen. Das Dreck. Ich glaube, ich gehe auf Resistenzen dann lieber. Lass mich raten. Sie versteht die besteht die Prüfung nicht, weil sie irgendwie verlieren wird, sondern sag mal, sie geschummelt hat oder so, irgendwie sowas. Ja. Hat sie Crash Bandicoot Musik. Den Kampf gegen Cortex oder irgendwie sowas. Okay. Smogmog. Kommt das denn auf einmal her? Okay, langsam wird sie doch ein bisschen stärker. Ja, du bist aber zur Hälfte Fee, ne? Ich eigentlich Gift einsetzen sollen, aber wird nichts bringen, ne? Also komm. Big Dog schafft das noch. Ja, kein Problem. Okay. Alles klar. Rum. So, immer noch nicht entwickelt, der Teil. Was machst du, Mädchen? Wir hätten dann mit einem bestimmten Dynamax-Pokémon dann. Werden das dann sein? No, Big Tox. Immer noch ein Solo-Run hier. Völlig ausgeschlossen, als ich verliere. Ein Pokémon reicht mir locker, um zu gewinnen. Lamus, oh cool. Das habe ich noch nicht gesehen. Okay, also ich meine, du gehst jetzt in Dynamax, ne? Halt mal so. Vorsicht, liebe Zuschauer, zuvor es gibt kein Risiko und Nebenwirkung mit sich bringen. Okay, hat eine eigene Form? Nö, anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht genau, was du für ein Typ bist. War cool, du hast, er hat so einen Handschuh irgendwie. Fangenrubla, boom. So, erstmal Setup mir. Oh Gott, das wird wehtun. Oh ja. Okay. Erstmal ein Pokémon down gegangen, ja. Na, das hat meine Attacke wohl das Fürchten gelernt, oder? Ich habe meine Attacke wohl das Fürchten gelernt. Eigentlich, ich muss mich in jeden Satz hier echt irgendwie verlesen, ey. Jetzt sollte ich doch mal vorm Fernseher anstehen und nicht seitwärts von ihm irgendwie sitzen immer. So, was konnte ich denn am besten dagegen? Ja, also ich sehe jetzt leider nicht, was jetzt hier effektiv ist. Pflanze? Noch mehr von Lauch. Sie schaffen das schon. Weißt du, was gerade Psycho eingesetzt, aber was mache ich eigentlich? Okay, boah, der Angriff ist gar nicht stärker geworden. So, setzen wir mal Dynadüse ein. Vielleicht bist du ja Kampf, ne? Deiner Maximierung. Boom. Tschüss. Wer gewinnt, das Schwert und Schild oder der Handschuh? Okay, komm her, Dynadüse. Nein, du bist nicht Kampf. Ja, du wärst Psychokampf oder so. Aber nee, Gift, Gift wäre doch. Au. Das war ganz schön wenig. Also nehmen wir an, du bist Gift Psycho, das heißt Kampf wird nichts bringen, das wird auch nichts bringen, also muss ich ja Dynadüse einsetzen eigentlich. Schnellschuss. Was? Schneller handeln als sonst. Ah!
Gott. Hat wird knapp, aber du, dir geht gleich auch die Dings aus. Oh, was? Da war ein Volltreffer. Ja. Oh, sehr gut. Auf hohen Note hier gewonnen. Okay. War knapp. Ich habe aber immer an sie geglaubt, mein Herr. Vielen Dank, Meister. Montana so vor, wurde besiegt. Na. Da habe ich mich nicht mal zurückgehalten. Ich habe doch alles gegeben. Ja, sie ist stärker als einige Arena-Leiter in Galan, ey. Wir haben einen Sieger. Danilo hat die dritte Prüfung bestanden. Bravo, super. Das war fantastisch. Das war ein Kampf. Das habt ihr beide ganz hervorragend gemacht. Ich habe verloren. Ja, das ist ja wohl das allerletzte. Ich verliere, obwohl ich so extrem geschummelt habe. Ein so junges Talent wie du wird das vielleicht nicht verstehen, aber eines sollst du wissen. Ich habe absolut alles gegeben, alles, was in mir steckt. Aber vielleicht sollte ich meinen Traum, Arena-Leiterin zu werden, langsam aufgeben. Wenn meine Schummelei rauskommt, werde ich sowieso aus dem Dojo geschmissen. Danilo, du kannst dem Meister ruhig von meinem faulen Trick erzählen. Mache ich aber nicht. Was, aber wieso denn nicht? Da habe ich so feige gehandelt, nur um gegen dich zu gewinnen. Ja, und ich suche Herausforderungen. Danilo, zeig mal wieder wahre Stärke, in der sowohl auf Pokémon als auch auf Gegner Rücksicht nimmt. Meister? Also vor als Meister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Daher möchte ich auch mich entschuldigen. Das war nicht richtig von dir. Aber meine Schülerin steckt nun einmal voller Siegeswillen und gibt alles gegen ihren Rivalen. Na, danke, Meister. Danilo, es tut mir wirklich leid. Als Strafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz allein um die Pokémon im Dojo kümmern. Was? Also, das ist zwar harte Arbeit, aber ist das wirklich alles? Na Logo, und von jetzt an wirst du bei uns auch deinen Geist stärken. Ja, das werde ich. Dann wäre damit alles erklärt. Er hat euch so wunderbar ins Zeug gelegt, meine Lieben. Ich war zwischendurch so aufgeregt, als ich kaum hinschauen konnte. Es war so ergreifend. Es war so toll, dass wir Rotz und Wasser geheult haben. Danilo, du hast dich von der misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen und prima gekämpft. Damit hast du alle drei Prüfungen gemeistert. Und nun, wie versprochen, die Geheimrüstung des Master Dojos. Ich lade schon mal vor, um in Dojo alle Dingen Vorbereitungen zu treffen. Also dann, die Show ist bereit. Vorbei. Macht euren Meister vor und kehrt zurück ins Dojo. Hoho. Danilo. Ich, also. Jetzt die Liga-Karte von Sephora. Cool. Du bist ganz schön stark. Ja, bin auch der Champ. Hat es das hier noch nicht rumgesprochen, Leute? So. Das war zwar mal auch noch direkt machen, dann kann ich das auch mit Offscreen wieder machen. Hi. Gib mir die Rüstung. Da bist du ja, Danilo. Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Daher reicht dir hiermit die Geheimrüstung des Master Dojos. Also dann, los, komm heraus. Okay. Hi. Ist irgendwie so wie das Intro. Sie Starter Pokémon zur Verfügung stand. Okay, ich nehme an, das ist die Rüstung, was auch immer es bedeutet. Kuma. Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Master Dojos. Sein Name lautet Dakuma. Das mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt es sich als robuste Rüstung, die jeden gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Kerlchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt nur ein Problem: Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Doch vielleicht lernt es ja an deiner Seite etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich Dakuma gerne in deinen Output geben. Schenke Döhn im Voraus.
Oma. Ist auch eine Brofist, ist ja mein Starter. Meister Maastricht hat dir da Kuma anvertraut. Ja, okay. Durch rigoroses Training perfektioniert seine Kampftechnik. Diese bestimmt, welche Form Dakuma nach der Entwicklung annimmt. Okay. Also gut. Ich möchte, dass ihr gut miteinander auskommt. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Diese kleine Kerlchen hat nicht nur viel von der Welt außerhalb des Dojos gesehen, noch durch viel gesehen. Es ist gut möglich, dass Dakuma sich dir einfach öffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solchen Orten positionieren, um euch den Weg zu weisen. Natürlich solltet ihr auch gemeinsam kämpfen und campen. So lernt ihr euch im Nu besser kennen. Oh, und ich weiß auch schon, wie ich euch zwei dabei unter die Arme greifen kann. Ab jetzt darfst du auf der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Okay. Beim schönen Spaziergang an der frischen Luft kommt man sich gleich ein wenig näher. Wenn ihr richtig dicke Freunde geworden seid, kommt wieder zu mir. Dann können wir mit Dakumas Ausbildung in den Kampfkünsten beginnen. Okay. Okay. Guck mich einfach nur so an, so was guckst du? So. Cool. Wow, das hat auch wieder richtig geile Werte. Drill. Wenn hat sich erhöhte Konzentration, also ja, kennt man. Ja, das ist ein neues Pokémon, ne? Weil ich mich jetzt auch frage, hat so hart irgendwie so Starter-Pokémon. Oh cool, es werden mir hier mal Empfehlungen gezeigt. Hat hier irgendwo, keine Ahnung. Kam mir so echt vor wie so ein Starter-Pokémon. Ja, der Bisasam, kann man Bisasam irgendwo noch fangen so? Ich meine, per Zaubertausch habe ich ein paar von denen. Da, guck mal. Habitat unbekannt. Was sind diese Ausrufezeichen? Oh. Ich nehme an, da muss ich hin, oder was, ne? Okay, dann sollte ich mir vielleicht auch, wenn ich das Pokémon... Ich will das Pokémon natürlich benutzen, wenn ich Dingens hier... dem DLC weiterspielt, soll mein Team dann reingehen. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich auch resetten, bevor ich das Pokémon annehme, damit ich ein richtiges Wesen und also was bekomme, ne? So, dann lohnt sich das Wesen für zwei Pokémon, ne? Einmal Bisasam und einmal das Ding. Und ja, dann sage ich, ja gut, 38 Minuten. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlässt doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.